So, ihr Lieben, es freut uns, dass ihr wieder dabei seid. Eigentlich haben wir ja vorgehabt, zu diesem Zeitpunkt auf der Socha zu paddeln. Aber es hat das schlechte Wetter hat uns da wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt haben wir beschlossen, endlich einmal auf die Enz zu gehen. Das hat geklappt und wir sind diesmal nicht alleine, sondern wir haben ganz liebe Bekannte mit, die ihr vielleicht sogar schon kennt. Ja, sicher, von der Donau. Von der Donau, genau. Ein Teil von der Grabner Gang. Der winzige Teil der Grabner Gang. Ihr seid wieder dabei mit eurem Adventure. Ja. Wir sind dabei mit immer das gleiche, der Riverstar. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht lang herum. Wir hauen uns ins Geschehen, besser gesagt direkt in die Enz. Wolltest du was sagen? Nein, mir fällt jetzt nichts ein. Ich bin aufgeregt. Alles klar, wir starten. Jetzt! Du nicht so wild rein, du musst mit Gefühl paddeln jetzt, gell? Flussbaddeln ist anders. So. Passt, hör auf. Fahren. So. Mach einmal einen Bogenschlag rechts. Ich drehe mal das Boot. Ja, da kommen sie. Kleiner Zufluss mit einer schönen Holzbrücke drüber. Ui, da kommt aber ein Schlamm raus. Unwahrscheinlich. Aber schön ist es da. Traumhaft. Ja, eine Sandbank nach der anderen. Wahnsinn! Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist wohl eines der schönsten Bergmassive in der Steiermark, kann man sagen, oder? Ja. Naja, schön, schönes Fülles, gell? Aber das Mächtigste eigentlich, gell? Das Beeindruckendste, weil es ein richtiges Bergmassiv ist und nicht nur ein Gipfel. Genau. Und das ist so interessant. Ja, der Grimming, wer es nicht weiß, ist gelegen zwischen Lizen, nicht zu verwechseln mit Lienz, also zwischen Lizen und Schladming. Also ich bin richtig happy, dass wir das heute gemacht haben. Das Wetter ist optimal. Sehr gut, super. Genau so, ja, ganz sanft. Das hat es nur kühlen lassen. Wenn du hinten was dazu tust, dann hältst du gerne gar nicht. Das muss ich allein machen. Ich habe so Möglichkeiten nicht. Ich wollte mir sofort an. Für mich ungewohnt, weil ich es falsch mache, natürlich. Weil ich bin der Partner, der Vollgas gibt. Und das kann ich da jetzt nicht. Eben, deswegen habe ich ja gemeint. Da darfst du nicht Gas geben, sondern du hast sanft. Ja, super. Jetzt kannst du links eine haben. Dass du die Drehung zusammenbringst und sofort wieder rechts. Jawohl, nicht mehr, nur einmal. Sonst drehen wir uns wieder aus. Nein, nein. Super, sehr schön. Rechts eine. Und ein paar Ideen. Jawohl. Super, perfekt. Da ist jetzt, da können wir Pause machen, da ist diese Insel. Jetzt keine Pause. Nichts essen, kein Hunger. Du musst 3 Kilometer. Du musst 3 Kilometer. Aber ein schöner Platz ist da vorne. Ja, brauchen wir ja nicht. Ja, müssen wir auch nicht, gell, mir ist wurscht. Es soll sich keiner aufregen, dass er verhungert ist. Das hast du jetzt gut gemacht, das war super. Jetzt hast du genau richtig reagiert. So, wir halten uns da jetzt mehr rechts, nein, mehr links. Fahren wir es links an. Jawohl. So. So. Das hast du wirklich super gemacht da hinten. Genau richtig reagiert im richtigen Moment, sonst wären wir drin gewesen.
Danke. Ja, so, müssen wir uns jetzt gerade an und machen dann, wenn wir drinnen sind, entlang dem Ding eine leichte Rechtsdrehung. Gell? Ja. Aber ich würde steuern und du tust baden. Ja. Jawohl, gut. Ja, super. Perfekt. Sohn mit 3,5 Jahren bringt das Wort GoPro nicht heraus. Jetzt hat er, er schnallt das alles, aber sie reagiert nicht, wenn du das nicht schön sagst. Und er bringt dieses Wort einfach nicht heraus. Das ist ein Wahnsinn. Aber er ist emsig dabei, GoPro einschalten, GoPro ja. Ausschalten zu sagen. Gell? GoPro, weißt du, GoPro irgendwie, auf das reagiert sie natürlich nicht. Da ist ein Dings, das sind Steine, schau mal. Ja, also, das ist aber nicht so schlimm. Ja, ist aber nicht schlimm. Da ist schön, schau. Also. Sehr gut gemacht, ganz allein, ja, super. Ja, also deswegen hat es so gut geklappt. Ja, nehmen wir das nächste. So, da Assi. So, ja, genau. Nein, grob, weiter. Nein, nicht so stark. Weiter Assi. Und dann erst einer dran.
Ja, pass auf, da ist seicht. Ja. Gut links. So, komm. Schickst du an. So. So, da kommen wir jetzt rein. So, du machst jetzt richtigen Bogenschlag, gell? Weit ausgefahren. So, warte noch. Ich tue dann einen dran. Warte. So, jetzt. Passt. Ja, das nenne ich perfekt. So, passt. Tust du aussteigen und das Boot sichern? Ich muss halt schauen einmal. Da rechts kannst du aussteigen, wird. Und dann sichern mit der Leine. So, warte, jetzt komm ich. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder an einem Gewässer, einen Tag später nach der Eins. Wir sind diesmal an der Mur, an der Grenzmur. Da drüben ist dann Slowenien, hier sind wir in Österreich. Wir hatten, wie ja immer vor, die Grenzmur zu fahren. Wir sind wieder unterwegs mit Christa und Dietmar, so wie gestern auf der 1. Ja, wie soll ich es euch sagen? Wir haben jetzt lang diskutiert, machen wir das nicht?
Wir sind zu dem Schluss gekommen, die Sabine und ich, wir fahren heute nicht mit, weil ich nehme die Schuld einzig und allein auf mich. Mir geht's nach einer Zahnbehandlung und Antibiotika nicht wirklich gut. Es war jetzt echt die Überlegung, sollen wir es trotzdem machen oder nicht. Nach langem Hin und Her sind wir jetzt zu der Entscheidung gekommen, wir machen es nicht. Das war es dann leider heute für uns, so leid es mir tut. Die Motivation bei mir liegt bei ca. 30-40%, es zu machen. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Ja, ich bin dann abhängig vom Erich, weil der Erich ist dann der Gasgeber, was das betrifft. Und wenn er dann ein bisschen da schlapp macht, dann geht es bei mir wahrscheinlich auch nicht mehr. Das hast du aber schön. Wir treffen uns ja dann bei der Schiffsmühle. Das heißt, da werden wir uns durchaus wieder melden. Und jetzt wird es einmal darum gehen, dass wir die beiden Heroes dabei filmen werden, wie die in sich todesmutig in die Fluten stürzen. Da und Erfahrungsbericht. Ja, minutiös. Super. Und da paddeln sie dahin.
hast noch nichts gesagt. So, ihr Lieben. Ein kurzes Fazit der letzten zwei Tage. Der heutige Tag war ja von unserer oder meiner Seite, wie ihr eh schon mitbekommen habt, nicht gerade. Ah, der. Da sieht man aus, ich hab's gemerkt. Ja, ich wollte nicht gerade, weil mein Fernsehen ist. Ja, genau. Nach der harten Tour. Ja, genau. Es war die Hölle. Es war die Hölle, ja. Ja, wie war das Erlebnis? Habt ihr es knapp überlebt wahrscheinlich? Ja, sonst waren wir nicht da. Aber, gut, Erich, dass wir nicht dabei waren. Das war die gute Entscheidung. Ja, nein, das passt. Aber wir holen das nach. Alles ein Blödsinn. Sicher. Wir haben geschwächelt. Ja, aber passt schon. Jetzt haben wir das eh schon oft genug gesagt, dass wir was für Pfeifen sind, für Luschen. Ja. Jetzt noch was Erfreuliches zum Abschluss. Es Christa, wie hat es dir gefallen, die letzten zwei Tage? Es war ein Traum. Ich sage so gemein. Ja, gestern die einzigen Teil, was wir gefahren sind, der zweite Teil war für mich fad, sage ich ganz ehrlich. Oh gut, dass ihr es nicht mit uns gefahren seid, weil das war recht lustig und unterhaltsam. Der Wein ist gut. Ja. Und da bitte fahrt die Mur, steigt in Schwarzau ein, oder wie? Ja. Oberschwarzau. Und steigt sie in der Mühle aus. In der Murecker Schiffsmühle. Ja. Und man, jetzt gibt den besten Wein. So einen guten Wein habe ich noch gar nicht getrunken. Gott sei Dank bin ich auf Antibiotika und habe aus dem Grund auf Alkohol verzichtet. Man muss da schon noch sagen, prinzipiell sollte man nicht trinken beim Bootfahren und das macht man normalerweise eh nicht. Also das ist jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen. Na, zur Nachahmung sicher nicht. Das sehen ganz viele junge Unerfahrene und denken, es ist lustig, wenn man da was trinkt. Ja. Wir wären auch lustig ohne Heckengläser, oder? Aber nicht so lustig. Nein, nicht so lustig, aber auch ziemlich lustig. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir dieses Fiasko. Da noch einmal ein gespritzter Heckengläser. Pass auf, da ist was drin. Nein, ist nichts drin. Okay. Gut, dann. Das waren seine Freunde. Bis nächstes Jahr. Bis zum nächsten Mal. Und Sabine, was sollen Sie? Nein, ich weiß nicht, ob das gefallen hat. Die Glocke drücken, abonnieren. Und? Daumen hoch. Und das noch ein paar Heckengläser. Okay. Bin gut. Also, ihr habt das jetzt gehört. Heckengläscher, Kanal abonnieren, Daumen hoch. Like, Daumen hoch und Kommentare. Nein, lieber nicht, keine Kommentare. Jetzt verfolgen wir euch ein letztes Mal. Meine Lieben, dort schön aufpassen und kommt gut an. Danke für alles. Auf jeden Fall, wir freuen uns. War super schön. Tschüss dann, Papa, viel Spaß noch. Tschüss.